Ihr Lieben, ich begrüße euch auch ganz herzlich an diesem Morgen. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit uns allen, auf dass wir jetzt auch hören, dass er mir Weisheit gibt, Vollmacht, das weiterzugeben, was er mir in der Vorbereitung aufs Herz gelegt hat. Wir sind im Korintherbrief jetzt schon fast ein ganzes Jahr. Und ich möchte zu Beginn, auch wenn es jetzt so, ich bin hin und her gerissen, soll ich den Text komplett lesen, sind ziemlich viele Verse. Ich habe sie alle im Text nochmal integriert. Wir lesen. Wort Gottes kann nie zu viel sein. Wir sind im 11. Kapitel, wir lesen die Verse 17 bis 34. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht. So lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig und der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein gut Teil sind entschlafen. Wenn wir uns selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Und das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. In unserer Predigtreihe über den ersten überlieferten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth hatten wir es immer wieder seit mehreren Wochen mit Themenkomplexen zu tun. Und so behandelte Paulus in den Kapiteln 1 und bis 3 die Fragen der Einheit der Gemeinde. Er behandelte die Ursachen und die Wirkungen von Spaltungen, auf die er übrigens im heutigen Text auch nochmal zurückkommt. Zuletzt haben wir uns längere Zeit mit Fragen der christlichen Freiheit beschäftigt, wie Klaus schon in der Einleitung erwähnt hat. Wenn Paulus sich nun im heutigen Textabschnitt mit dem Mahl des Herrn, dass er sich dem Mahl des Herrn zuwendet, ist das schon ein wenig überraschend. Und ich möchte ein paar Gedanken über Herkunft und Sinn des Mahls, des Passamahls und des Herrenmahls verlieren, damit wir eine Basis haben. Es war kein Zufall, dass Christus das Abendmahl während des Passamahls einführte. Gott setzte das Passa ein, als er sein Volk von dessen 400-jähriger
Gefangenschaft in Ägypten befreite. Das Mahl feierte das Vorbeiziehen des Todesengels an den Häusern, deren Türpfosten und Oberschwellen mit dem Blut eines geschlachteten Lammes bestrichen war. Das Lamm selbst wurde gebraten und mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern gegessen. Und Gott hatte die Anweisung gegeben, nachzulesen im zweiten Buch Mose: Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein. Und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn. Als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Während seiner ganzen Geschichte hat Israel dieses Mal als Erinnerung an die größte Erlösung ihres Gottes gefeiert. Die Befreiung aus der Knechtschaft, die Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens und die Heimführung in das versprochene, gelobte Land. Und es ist immer noch heute das heiligste aller jüdischen Feste. Jesus wandelt das Passamahl in die Feier einer unendlich größeren Erlösung um, die er vollbracht hat. Er wandelt es um von dem Passa des Alten Testaments, das ja nur ein Schatten war, diese Feier des Alten Testaments. Er wandelt es um. Wenn wir bei der Mahlfeier von dem Brot essen und dem Kelch trinken, erinnern wir uns an die geistliche und ewige Erlösung, die er durch das Opfer seines Leibes und seines Blutes erkauft hat. Mit dem Passa feierte man die zeitliche, die körperliche Erlösung des alten Bundes. Mit dem Herrenmahl feiern wir die andauernde und geistliche Erlösung des neuen Bundes. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. So hat Lukas es in seinem Evangelium, hat er die Worte des Herrn Jesus wiedergegeben. Der Tisch des Herrn, die Mahlfeier, das Abendmahl, das sind alles Begriffe, die ein und dasselbe Geschehen verdeutlichen. Diese Feier erinnert uns an das Kreuz von Jesus Christus. Und nun wollen wir uns dem Text zuwenden. Paulus schreibt: Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Vers 17. Es ist nicht schwer, in diesem Satz festzustellen, dass etwas, was einmal gut war, sich zum Schlechteren entwickelt hat. Ja, einige Übersetzungen sprechen sogar davon, dass es nicht mehr zum Segen, sondern zum Schaden gereicht. Und deswegen schauen wir uns mal an, was das Gute war, von dem man sich abgewendet hat. Was waren die Kennzeichen, die Merkmale der ersten Gemeinde? Apostelgeschichte 2, 42, ganz bekannte Verse. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Vers 44. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Vers 46. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Apostelgeschichte 4, Vers 32. Die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Was waren die Merkmale der ersten Gemeinschaft der Gemeinde? Die Gemeinschaft im Brechen des Brotes. Sie hatten alles gemeinsam. Sie waren einmütig. Sie waren ein Herz und alles und eine Seele. Und es war ihnen alles gemeinsam. Und wenn ich diese Verse lese, geht mir immer wieder das Herz auf und ich wünschte mir manchmal diesen Zustand wieder herbei. Die frühe Gemeinde traf sich in den Häusern zu Gemeinschaftsmahlen, zu Liebesmahlen, die Liebesmahle genannt wurden. Judas spricht in seinem Brief
von diesen Mahlzeiten. Und wahrscheinlich, und da sind sich die Kommentatoren einig, wurden diese Mahlzeiten mit dem Brechen des Brotes beendet. Das war das Gute, von dem sich die Korinther entfernt hatten. Zum Schlechteren, zum eigenen Schaden. Vielleicht haben wir ja ein wenig von dieser biblischen Atmosphäre über die Jahrhunderte herübergerettet zu uns. Hoffentlich spürt man noch etwas davon, wenn wir Gemeindetag haben. Da kommen wir zusammen, jeder bringt etwas mit oder die Küche sorgt dafür, dass alle etwas zu essen haben. Wir warten aufeinander, es wird für die Speisen gedankt und dann wird es unruhig da drüben am Buffet. Und soweit ich das beobachten konnte in der Vergangenheit, geht es da auch ganz ordentlich zu. Es ist auf keinen Fall eine Schlacht am kalten Buffet. Vielleicht ist es das, wovon Lukas berichtet, wenn er sagte, sie nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Wir könnten ja mal einen Versuch starten, dass wir im Anschluss an den Gemeindetag, an das gemeinsame Mittagessen, das Brot brechen. Einfach, schlicht, mit Jubel im Herzen. Wäre mal ein Versuch wert. Aber wie so oft geht das, was einmal gut und einen sinnvollen Inhalt hatte, mit der Zeit und der Gewohnheit den Bach hinunter. In Korinth fing es an, da fing es an. Sie hatten mit der Zeit dieses Mahl in ein Fress- und Saufgelage verwandelt, wie sie es von den Götzenopferfeiern in den Tempeln kannten und es von dort her auch gewohnt waren. Schon bald wurden wegen dieser Missstände bei der Liebes- oder den Abendmahlen, die da herrschten, wurden diese beiden Ereignisse getrennt. Man trennte das Herrenmahl vom Liebesmahl. Und wenn wir mal einen Blick in die Kirchengeschichte werfen, müssen wir feststellen, dass die Entwicklung in Korinth nur der Anfang vom allgemeinen Niedergang war. Manches wurde im Lauf der Zeit wiederentdeckt, manches auch gelegentlich reformiert, aber auch das Reformierte hat wieder den Lauf der Zeit erreicht und ging den Bach hinunter. Ein paar Beispiele möchte ich nennen. So feiern beispielsweise die Brüdergemeinden das Brechen des Brotes, das Herrenmahl, jeden Sonntag in einer ersten Stunde, um damit den Stellenwert dieses Gedächtnisses dem Rechnung zu tragen. Und es ist ja auch so, dass das Brechen des Brotes eine der vier Säulen der Gemeinde ist, von der wir schon sprachen, und dass ihm diese Feier der gebührende Platz im Gemeindeleben einnehmen soll und muss. Andere haben dem Abendmahl eine sakramentale Bedeutung zugemessen, nämlich die Vergebung der Sünden. Mit der Teilnahme sollen Sünden vergeben werden. Axel Kühner, ein hingegebener Diener des Herrn, den wir mal in Fulda vor vielen, vielen Jahren zu einer Evangelisation eingeladen hatten, ein hingegebener Diener des Herrn, vollmächtiger Prediger des Wortes Gottes, hat einmal in einer Predigt erwähnt, dass er in einem Sterbefall mit dem Abendmahl zu spät gekommen sei. Warum hat er das wohl erwähnt? Das hat mir damals zu denken gegeben. Von einer anderen Denomination, ich weiß nicht, ob ich es so nennen darf, da meine ich zu wissen, dass sie diese Feier nur einmal im Jahr vollziehen und dann auch nicht essen, sondern Brot und Wein nur betrachten an sich vorbeigehen lassen. Wieder andere haben diese Feier zum Mittelpunkt ihres Kultus erhoben und um sie herum eine bombastische Zeremonie entwickelt. Ich habe es vor kurzem erst selbst wieder miterlebt, als mein alter Nachbar aus Marbach beerdigt wurde. Und die Einsetzungsworte aus unserem Text, die Verse 24 und 25, die sind dort sogar zu einem Zauberspruch verkommen. Was ist aus der schlichten Anordnung, tut dies zu meinem Gedächtnis alles geworden? Ich möchte mich aber nicht erheben und urteilen, wir müssen
auf uns selbst schauen und achten und dem Wort gehorsam sein. Auffallend beim wiederholten Lesen unseres Textabschnitts ist, dass es immer wieder um Essen, Trinken, hungrig, Mahl, dieser Begriff steht für das Abendessen, aufeinander warten, gemeinsamer Beginn und Ähnlichem geht. Es geht hier tatsächlich um die Gestaltung eines gemeinsamen Essens, einer Mahlzeit. Wie das abläuft und gestaltet wird, das offenbart natürlich auch eine Geisteshaltung. Die vordergründige Kritik des Paulus betrifft natürlich diese Haltung. Ich bin jedoch der Meinung, dass einigem in diesem Text eine Bedeutung zugemessen wird, die nicht meines Erachtens ganz zutreffend ist. Selbstverständlich sind die Grundsätze, die Paulus hier anspricht und deutlich macht, die gehen über die eigentliche Feier des Mahls hinaus. Sie sind darüber hinaus anzuwenden. Und das, was meines Erachtens der Kern dieser Anordnung ist, das ist die richtige Beurteilung des Leibes des Herrn sowie die rechte Erkenntnis über die Gemeinde Gottes. Wir können unmöglich alle Aspekte dieses Textes betrachten. Viele haben dicke Bücher darüber geschrieben, über dieses Thema. Ich besitze auch so zwei Bücher zu Hause. Ja. Über 350 Seiten betrachtet jemand sämtliche Aspekte des Mahls. Und das ist gut, wenn man sowas hat, aber das sprengt jetzt alles hier den Rahmen. Wir haben, wie fast immer, eine Gliederung in drei Punkten. Erstens der Tadel des Paulus über die Missbräuche, das sind die Verse 18 bis 22. Zweitens die Einsetzung und der Zweck des Abendmahls, das sind die Verse 23 bis 26. Und drittens die Vorbereitung und Durchführung auf oder des Mahls des Herrn, das sind die restlichen Verse 27 bis 34. Wir lesen noch einmal die Verse 18, 22 für den ersten Punkt. Denn erstens höre ich, dass, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Und zum Teil glaube ich das. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt an einem Ort, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Und der eine ist hungrig, und der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Paulus begann diesen Brief mit der strengen Zurechtweisung für Spaltungen in der Gemeinde, die aufgrund von Bevorzugungen und Sympathien für einzelne Brüder oder Gruppen entstanden waren. Diese Spaltungen enden unausweichlich in Streitigkeiten. Es ging aber auch ein sozialer Riss durch die Gemeinde. Es gab Standesunterschiede, wie das in unserem heutigen Abschnitt deutlich wird. Die Vermögenden brachten ihr eigenes Essen mit und genossen ist selbstsüchtig, bevor die ärmeren Gemeindeglieder kamen. Und diese Praxis war weit davon entfernt von hatten alle Dinge gemeinsam oder verteilten unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Das war die gute Ordnung der ersten Christen in Jerusalem gewesen. Wir haben den Text bereits gelesen. Die Oberschicht in Korinth verschmähte sogar das Teilen eines gemeinsamen Essens, geschweige denn das Teilen anderer Dinge. Sie teilten also nicht mit ihren weniger begüterten Geschwistern. In der Gemeinde gab es viele Sklaven. Die Berichte sprechen sogar davon, dass sich die Gemeinde überwiegend aus Sklaven zusammengesetzt hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass die zuerst zu Hause für ihren Herrn sorgen mussten. Dann für das Vieh und was so alles noch im Haushalt und in der Wirtschaft zu besorgen war, bevor sie dann in die Versammlung gehen durften, konnten. Ja, und dort kamen sie dann zu spät. Sie waren hungrig, die anderen aber waren schon pappsatt oder sogar betrunken.
Dem, was ein Liebesmahl sein sollte, fehlte die Liebe. Ein Herrenmahl, in dem der Herr verunehrt wurde, weil die Teilnehmer den Leib des Herrn nicht richtig beurteilten. Was sind denn die Kennzeichen des Leibes des Herrn? Wir werden dann im Kapitel 12 Näheres darüber erfahren, aber so viel mal vorab. Der Leib ist eine Einheit. 1. Korinther 12, Vers 20. Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns die weniger Ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben größere Anständigkeit. Unsere Anständigen aber brauchen das nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben. Warum? Damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. Der Leib hat eine Gesinnung, ein Ziel, ein Trachten. Paulus schreibt in Philippern: So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Mal nebenbei gemerkt, das meine ich, ist eine der schwersten Stellen in der Bibel. Dass ich den anderen höher achte als mich selbst. Das widerspricht meinem sündigen Herzen. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Jesus Christus war. Der Leib hat keine Standesdünkel, kennt keine, darf, soll keine Standesdünkel kennen. Galaterbrief, da ist nicht Jude oder Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus. Das alles hatten die Korinther vergessen. Es gab Spaltungen und Parteiungen, Klüppchen, Klüngeleien, Klicken, geschlossene Gruppen und all diese Dinge. Eines der schrecklichsten Dinge in der Gemeinde sind Spaltungen. Sie sind ungöttlich und sie sind sündig. Sie rauben notwendige Kräfte. Sebastian hat letzte Woche vom Onkel Ernie erzählt. Ja, ich bin ja derjenige, den er geprägt hat auch. Und er hat beispielsweise gesagt, wenn wir dabei sind, dass es die notwendigen Kräfte raubt, er sagt, ihr kämpft im Graben statt vor dem Graben. Das ist mir damals so wichtig geworden. Wir haben die Kräfte verschlissen im Graben, statt sie vor dem Graben zu verschleißen. Die Spaltungen rauben notwendige Kräfte und bringen an den Rand, dass man ausgebrannt ist, dass man nicht mehr kann, dass man fertig ist. Ich weiß, von was ich rede. Ich habe zwei Gemeindespaltungen miterlebt. Und dennoch schreibt Paulus hier in unserem Vers, in unserem Text, im Vers 19, denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein. Warum? Damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Das ist ein Paradoxon, ein Widerspruch in sich selbst. Und der nur schwer zu verstehen ist. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, es ist notwendig, dass Anstöße zur Sünde kommen. Doch wehe dem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Nachzulesen im Matthäusevangelium. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere mag zu erklären sein mit dem Ausspruch Josefs, dem zweiten Mann in Ägypten. 1. Mose 50, Vers 20. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber
hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um zu tun, was in diesen Tagen ist. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Wir können ihn nicht verstehen, sondern nur staunend beobachten, was er tut. So hat Gott die zwei Gemeindespaltungen, von denen ich gerade berichtete, die ich erlebt habe, auch zum Guten gewendet. Aus der ersten Spaltung ist hier diese Gemeinde entstanden, hier in Hünfeld. Was haben wir in Fulda, ich erzähle das immer wieder, was haben wir in Fulda alles angestrengt, um in Hünfeld Gemeinde zu gründen? Da haben wir den Dirk nach Hünfeld geschickt. Der hat hier gewohnt, der hat hier Einsätze gemacht, AJH, Haus zu Haus. Irgendwann hat er aufgegeben. Dann haben wir den Senninger hergeschickt. Der hat hier unten in der Klingelstraße gewohnt, Hauskreis gemacht und dies und jenes. Irgendwann hat er entnervt aufgegeben. So, und was musste passieren? Eine Gemeindespannung. Und was ist heute hier alles da? Gott hat aus dem, was wir da in Fulda verbockt haben, wo wir uns versündigt haben aneinander, Gott hat daraus etwas Gutes gemacht. Und aus der zweiten Spaltung hat er dann die FEG in Fulda entstehen lassen. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Wir können ihn nicht verstehen, sondern wir können nur staunend beobachten. Soweit ein paar Gedanken zu den Missbräuchen beim Mahl des Herrn in Korinth. Und wie ich bereits in der Einleitung erwähnte, haben diese und vermutlich weitere andere im Laufe der Kirchengeschichte zum einen dazu geführt, dass das Herrenmahl vom Liebesmahl getrennt wurde. Es gab jetzt zwei Veranstaltungen. Und zum anderen hat es dazu geführt, zu den bereits angedeuteten Irrungen und Verwirrungen, die wir auch heute noch in der christlichen Landschaft beobachten können. Wenden wir uns jetzt einem erfreulicheren Abschnitt zu. Die Einsetzung und der Zweck des Abendmahls, die Verse 23 bis 26. Wie begegnet man solchen Zuständen, wie sie da in Korinth der Fall waren? Paulus schreibt dem Timotheus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wenn ich jemanden von einem Missstand überführen und ihn zurechtbringen will, muss ich ihm erst einmal sagen, wie es eigentlich richtig zu laufen hat, was eigentlich richtig ist und wie es gedacht gewesen ist. Und das macht Paulus auch hier. Er belehrt, er zeigt auf, wie es richtig ist, wie es gedacht war. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod, bis er kommt. John MacArthur schreibt in seinem Kommentar, diese Verse sind wie ein Diamant auf schlammiger Straße. Einer der wunderbarsten Abschnitte in der ganzen Heiligen Schrift befindet sich inmitten einer ernsten Zurechtweisung von weltlicher, fleischlicher, selbstsüchtiger und unsensibler Haltung und Verhaltensweisen. Wir haben gelernt, dass ein Denn am Anfang eines Satzes eine Erklärung folgen lässt, eine Begründung, eine Erläuterung des soeben Gesagten. Paulus hat oft, wenn es darum ging, eine besonders wichtige und umstrittene Wahrheit darzulegen, deutlich gemacht, dass seine Lehre nicht seine eigene Ansicht ist, sondern Gottes offenbartes Wort, das er direkt von ihm empfangen hat. Und so ist die Anweisung, tut dies zu meinem Gedächtnis, ein Gebot von den Lippen unseres Herrn. Das Herrenmahl zu feiern ist also nicht eine Option für Gläubige, sondern es ist ein Gebot. Wenn wir das Abendmahl regelmäßig feiern, drücken wir unsere Treue zum Herrn, dem Herrn gegenüber aus. Treue und Dankbarkeit gegenüber dem, der uns durch das Werk erkauft hat, an das wir uns
erinnern sollen. Nicht am Mahl des Herrn teilzunehmen, ist ungehorsam und ist nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren. Dies ist mein Leib für euch, der für euch ist. Ich möchte wiederum John MacArthur zitieren. Er schreibt, für euch sind zwei der wunderbarsten Worte in der Heiligen Schrift. Jesus gab seinen Leib, sein ganzes menschliches Leben für uns, die wir an ihn glauben. Ich wurde für euch Mensch. Ich litt für euch und ich starb für euch. Unser gütiger, liebevoller, großmütiger und gnädiger Gott wurde Fleisch nicht für sich selbst, sondern für uns. Ob jemand diese Segnungen, dieses Opfer wünscht und empfängt, das ist des Menschen Entscheidung. Aber Jesus hat es vollbracht und bietet es jedem Menschen an. Er bezahlte das Lösegeld für jeden, der erlöst werden möchte. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod, bis er kommt. Der Tod und die Auferstehung sind die zentrale Botschaft des Christentums. Wir Christen dürfen das am wenigsten vergessen. Und daher hat der Herr uns dieses Mahl befohlen. Wie oft wir es feiern sollen, ist nicht bestimmt. Aber wir sollen es oft tun, zu unserem eigenen Nutzen. Das Mahl ist über den Erinnerungscharakter für uns hinaus eine beständige Verkündigung des Todes des Herrn, eine Verkündigung der sichtbaren und unsichtbaren Welt gegenüber. Ein Zeugnis gegenüber der sichtbaren Welt, dass wir uns unseres Herrn und seines vergossenen Blutes nicht schämen, dass wir diese Torheit glauben, dass wir an dieser Torheit festhalten und dass wir uns dieser Torheit nicht schämen. Sie ist unsere Errettung, sie ist unser Heil, sie ist unsere Erlösung. Das Mahl ist aber auch ein Zeugnis der unsichtbaren Welt gegenüber, dass sie nämlich besiegt ist und dass ihr Ende angekündigt ist. Wenn wir zum Tisch des Herrn gehen, erinnern wir uns an das Werk Christi am Kreuz. Wir haben Teil an der geistlichen Gegenwart Christi in der Gemeinschaft der Gläubigen und nicht an den Gegenständen Brot und Wein an sich. Wir beten die Heiligkeit Jesu an und nicht irgendwelche leblosen Gegenstände. Wir verkündigen die Erlösung in Christus und erwarten seine Wiederkunft und das künftige Reich seiner Herrlichkeit. Kommen wir zum dritten Punkt, die Vorbereitung und die Durchführung des Mahls. Paulus kehrt nun erneut zur Ermahnung zurück. Wer also unwürdig das Brot isst und den Kelch trinkt, der wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Und das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. Diese Verse beinhalten eine Reihe schwieriger Fragen. Auf alle eine Antwort zu geben, sehe ich mich nicht in der Lage und würde auch den Rahmen dieser Predigt sprengen. Ich möchte nur zu zwei Aspekten Stellung nehmen. Würdig
oder unwürdig? Und diese Frage haben sich Generationen von Christen immer wieder gestellt und immer wieder in ihrem Herzen bewegt. Der Autor eines der dicken Bücher, von denen ich gesprochen habe, die über das Abendmahl da geschrieben wurden, Alfred Kühn, schreibt dazu: Unsere Würdigkeit, am Abendmahl teilzunehmen, ist das Bewusstsein unserer Unwürdigkeit. Unsere Würdigkeit, am Abendmahl teilzunehmen, ist das Bewusstsein unserer Unwürdigkeit. Unsere Sündhaftigkeit darf uns nicht von der Teilnahme am Abendmahl abhalten. Dort sollen wir ja gerade von der Gnade des Herrn erfahren, uns daran erinnern, dass er für Sünder gestorben ist, dass wir durch den Glauben an seinen Tod gerecht gesprochen worden sind. Nicht Gesunde kommen, um das Abendmahl zu nehmen, sondern Kranke. Nicht Gerechte brechen das Brot und trinken den Wein, sondern Sünder. Das Brot zu essen, das den Tod des Leibes Christi darstellt, den Wein zu trinken, der uns an sein vergossenes Blut erinnert, heißt zu bekennen, dass man dieses Opfer braucht, um gerechtfertigt zu werden. Es gibt also keinen Grund, der Mahlfeier fernzubleiben. Allerdings gibt es Gründe, die Zeichen der Mahlfeier an sich vorbeigehen zu lassen. Und diese sind unvergebene Schuld, unbereinigte Beziehungen und Unstimmigkeiten mit Geschwistern, Streitigkeiten, Bitterkeit im Herzen. All das sollte aber unverzüglich, baldigst bereinigt werden. Wir sollten den Weg der Versöhnung unverzüglich so weit gehen, wie es nötig ist. Der Mensch prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Und nun komme ich wieder zur richtigen Beurteilung des Leibes des Herrn. Ich denke, dass das der Kern der Ermahnung des Paulus an die Korinther ist. Ich zitiere einen Autor aus einer Zeitschrift Perspektive. Er schreibt: Wenn Paulus auffordert, den Leib des Herrn richtig zu beurteilen, meint er zwei Dinge. Erstens, den Leib Jesu und damit sein Tod am Kreuz richtig und immer tiefer zu verstehen. Und zweitens, die Gemeinde als Leib des Herrn richtig zu deuten, als kostbare Gemeinschaft aller, die durch den Tod Jesu miteinander verbunden sind. Wer erkennt, wie wertvoll der Tod Jesu für die Vergebung der eigenen Sünde ist, wie groß die Gnade ist, die er in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft geschenkt hat, schenkt und noch schenken wird, der beurteilt Jesus richtig. Wer sich selbst im Licht all dessen sieht, wird nicht in Streit, Herablassung oder Unversöhnlichkeit mit anderen Christen leben können und wollen. Denn jeder Christ hat in gleichem Maße Vergebung und Gnade empfangen. Jeder Gläubige ist deshalb Teil der kostbaren Gemeinschaft begnadigter Sünder. Und wer dies versteht, beurteilt die Gemeinde als Leib des Herrn richtig. Ich komme zum Schluss. So wie für das Israel des Alten Testaments und auch heute noch für das unerlöste Israel das Passafest das heiligste Fest war und ist, so sollte für uns Christen die Mahlfeier im Reigen der vier Säulen des Christentums das wichtigste Fest sein. Ich hatte hier geschrieben ursprünglich das viertwichtigste Fest, aber das ist falsch. Ja? Alle diese vier Säulen sind gleich wichtig. Da gibt es keine Gewichtung. Also wir sollten diese Mahlfeier im Reigen der vier Säulen des Christentums als eines der vier wichtigsten Feste feiern. Wie Lehre, Gemeinschaft und Gebet auch. Die Israeliten feierten die Erlösung aus der ägyptischen Sklaverei, aus der Knechtschaft Ägyptens.
Wir Christen können eine weitaus größere Befreiung, eine viel schönere Erlösung feiern, nämlich die Befreiung und Erlösung aus der Knechtschaft der Sünde. Wir feiern die Befreiung von der Sündenschuld, die uns einen ewigen Tod gebracht hätte. Wir feiern Tod und Auferstehung unseres Erlösers, Jesus Christus. Im Glauben daran wurden wir gerecht gesprochen und dürfen uns auf eine ewige Gemeinschaft mit ihm freuen. Ich hoffe aber auch, dass ich vermitteln konnte, dass die Verachtung der Gemeinde Gottes eine verderbenbringende Einstellung ist. Und die beginnt im Herzen eines jeden Mitglieds am Leibe, eines jeden Gliedes am Leib Jesu. Auch die falsche Beurteilung des Leibes des Herrn geht über die Durchführung eines Liebesmahls oder eines Herrenmahls weit hinaus. Und diese falsche Beurteilung des Leibes des Herrn bestimmt unser geistliches und tatsächliches Leben, das und das der gesamten Gemeinde, auf das wir immer wieder nicht die Gemeinde Gottes verachten und dass wir den Leib des Herrn richtig beurteilen. Das gebe uns der Herr. Amen.